Seht her, ich habe ein Feuer gemacht. Moin! Wir lieben Lagerfeuer und wir haben eine neue Feuerschale. Und welche das ist und warum wir die haben, warum wir uns für die entschieden haben. Und ganz viele von euch haben gefragt, was ist das für eine? Habt ihr den Scotty nicht mehr dabei? Und so weiter und so fort. Darum soll es in diesem Video gehen. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Los geht's! Ja, wir lieben Lagerfeuer. Wir lieben es einfach, abends in die Flammen zu gucken. Und wenn wir ein Lagerfeuer anmachen, sind wir direkt entspannt. Ja, also auch jetzt, wir sind jetzt seit anderthalb Wochen hier. Anderthalb? Ja, nee, zwei fast. Zwei Wochen, ja. Also da kommen wir nochmal andermal zu, warum wir noch nicht weitergefahren sind. Und das ist bestimmt schon unser, ja, zehntes, zwölftes Lagerfeuer oder so. 0 Grad und Jules ist warm. Oh ja, es ist hier tatsächlich mega warm, diese Feuerschale, wenn man die voll macht, ohne Scheiß voll gut. Also die macht richtig Hitze. Und die anderen Abende hatten wir nur kein Lagerfeuer, weil es mega doll geregnet hat. So. Und wir lieben Lagerfeuer, weil ich finde immer so ein Lagerfeuer ist direkt so ein heimeliger Ort. Du bist direkt orientiert, wenn mal so die Gedanken, man innere Ruhe nicht hat. Also wenn ich keine innere Ruhe habe, beim Lagerfeuer bin ich direkt ruhig, weil ich orientiert bin. Ich weiß, ich muss Holz hacken. Anzündholz machen. Das geht wiederum mit der kleinen Axt. Und Feuerschale aufbauen, Feuer in Gang bringen und nachlegen. Ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Ort, I know what to do. So, dann denke ich nicht mehr links, nicht rechts, sondern konzentriere mich einfach nur auf das Feuer, Feuer machen und das in Gang zu halten. Und es hat halt was Magisches. Absolut. Also absolut so. Und ich finde, was auch irgendwie schön ist, dass man das Lagerfeuer immer anders gestalten kann. Man kann am Lagerfeuer sitzen und einfach nur in die Flammen gucken. Man kann am Lagerfeuer sitzen, und das haben wir zum Beispiel gemacht, wir haben uns mit einem Perkulator einen Jagertee warm gemacht und das war auch total gemütlich. Oder man kann zum Singen genötigt werden. Zum also Singen, ja, das mache ich immer. Unglaublich gerne. Singen macht Spaß, singen tut gut. Also so ungefähr, Noten wir üben das dich noch. Einem Hut. Irgendwie so, ich habe den Text natürlich nicht so drauf. Und oder Musik hören und so. Es gibt zwei Sachen, die kann ich stundenlang machen. Aufs Meer gucken und ins Feuer gucken. Stundenlang. Okay, da bauen wir das gute Stück mal auf. Kommt in einer LKW-Plane, wird aus LKW-Planen-Resten, aus Abschnitten produziert. So, zack. Also alle Bauteile werden hier mit zwei Rändelmuttern oder Rändelschrauben zusammengehalten. Zack, die nicht verlieren. Hier ist zusätzliche Hitzeabstrahlungsbleche nach unten. Ist standardmäßig nicht dabei, das muss man zusätzlich nehmen. Das sind die Teile, die oben reinkommen. Das ist die Bodenplatte. Und das sind die drei Teile für die Füße. Ihr seht, hier sind die Schrauben festgeschweißt. Und jetzt bauen wir die mal zusammen. So, dazu kann man hier unten sehen. Also ihr nehmt euch die, steckt die hier so rein, klappt die um. Dann nehmt euch das andere, zack, nochmal an der Schalte. Zack. Jetzt kommt die Platte. Zack. Also das ist wirklich richtig stabil. Und jetzt kommen die Seitenteile einfach rein. Man kann die nicht verkehrt rum reintun, weil hier ist ein kurzer Schlitz und ein langer Schlitz. Hier eben entsprechende lange Nut und eine kurze Nut. Also das heißt, zack, einfach umfallen lassen. Und dann gegen den Uhrzeigersinn weitermachen. Reinklacken. Kurz nach vorne. Zack. Beim letzten Teil ist ganz wichtig, dass ihr mit dem Teil hinter den beiden bleibt, reingeht, so, dann seht ihr, geht es hier oben schon fast automatisch rein. Ihr seid drin, hier und hier, geht hier rein, hakt sie ein und dann könnt ihr hier nochmal einhaken und dann ist fest. Und dann habt ihr auch schon die stabile Feuerschale. Yay! Und zum Schluss
Wie gesagt, noch die zusätzliche Hitzeplatte. Wir haben sie, das ist ja auch einer der Gründe, da kommen wir gleich sicherlich nochmal zu, weil sie halt eine gewisse Bodenhöhe hat und eben nicht nach unten abstrahlt und somit auf vielen Campingplätzen erlaubt ist. Und da wir die ja auch bei uns, verraten wir gleich noch, im Garten benutzen, haben wir halt auch keine Lust, dass unser Rasen immer verbrannt ist. Und deswegen sind wir halt froh, dass die ein bisschen höher steht. Und zusätzlich haben wir uns noch dieses Hitzeschutzschild geholt, was hier noch runterkommt. Reingelegt, ganz wichtig. Hier fällt natürlich durch die Schlitze trotzdem ein bisschen Glut nach unten. Das ist keine Auffangschale, weil hier unten auch noch Schlitze drin sind, damit sich das nicht verbiegt. Und dementsprechend strahlt aber nicht die Hitze nach unten ab und verbrennt den Rasen. Aber kleine Glutstückchen können natürlich, wenn man rumstochert oder so, runterfallen oder so. Das nur nebenbei. Ist fertig. Jetzt machen wir das Feuer mal an. Ja, zum Anzünden verwenden wir immer so ökologische Anzünder. Einer reicht meistens. Feuer in der Hose. Und wenn man wartet, dass das Lagerfeuer richtig durchzieht und anfängt richtig so zu brennen, sollte man immer einen Snack bereit liegen haben. Zum Beispiel Julians Bananenbrot. Und ein Kaffee schadet natürlich auch nicht. Der ist ja kalt von heute Morgen. Alles fake hier. Nein, natürlich nicht. Hier passen halt so 30er Holzscheite. Das ist so ein normales Maß, wie man die auch kauft und wie man sie auch, wie wir sie zumindest immer sägen, wenn wir selber machen. So, und die passen hier halt unglaublich gut einfach drauf. Und ihr seht jetzt schon, man könnte jetzt hier noch einen zweiten und einen dritten drauf machen und richtig Gas geben. Kommen wir mal zu den Fakten der Releum. Die wiegt 5 Kilogramm. Das Gewicht kommt zustande, weil die Teile hier 1,5 mm Edelstahl sind. Die Bodenplatte ist 3 mm Edelstahl. Insgesamt hat sie oben einen Durchmesser von 50 cm. Deswegen passen eben die Holzscheite so gut rein. Sie steht hier oben so ungefähr 40 cm, 37, 38 cm über Grund. Die Bodenplatte ist etwas über 27 cm über Grund. Eine Besonderheit, man sieht das, hier sind überall so Schlitze drin. Das sieht nicht nur gut aus, sondern das ist eben mit dem Dehnungskoeffizienten, also die verzieht sich nicht. Das sind im Prinzip Dehnungsschlitze, sodass bei großer Hitze die Platten sich einfach nicht verziehen. Und ihr seht, jetzt mal vorsichtig, nicht nachmachen, aber man kann sie jetzt auch so hochheben. Alles kein Problem, also alles wirklich stabil. Der Vorteil von den Dehnungsschlitzen ist nicht nur, dass sich das nicht verzieht und sie gut aussehen, sondern es ist so auch möglich, dass von überall Luft ans Feuer kommt. Das heißt, hier drin kannst du ein Feuer unglaublich schnell in Gang bringen. Und das ist natürlich auch richtig vorteilhaft, wenn das Holz mal ein bisschen feuchter ist oder so. Also an genügend Sauerstoffzufuhr rundherum und von unten mangelt es nicht. Wir sind top zufrieden. Ich gebe mal ab ans Lagerfeuer mit Jules und dann machen wir mal ein Fazit. Ja, und ihr habt ja auch in unseren anderen Videos gesehen, dass wir letztes Jahr im Sommer an der Hunte gefühlt jeden Abend ein Lagerfeuer gemacht haben. Ja. Und wir haben das wirklich sehr, sehr, sehr genossen. Im Scotty, genau. Und das haben wir sehr genossen und dann waren wir irgendwann mal für längere Zeit zu Hause, was letztes Jahr wirklich selten vorgekommen ist, weil wir gefühlt immer an der Hunte waren und unterwegs waren. Und dann habe ich zu Markus gesagt, Markus, wir haben einen Garten und Markus, ich möchte in diesem Garten ein Lagerfeuer machen und dafür brauchen wir eine Feuerschale Da war natürlich mein Ehrgeiz geweckt und ich sah die Möglichkeit, wow, es gibt eine Möglichkeit, eine größere Feuerschale zu organisieren. Und habe dann gesagt, hör mal, was hältst du davon, wenn wir eine Feuerschale nehmen, die wir sowohl im Garten benutzen können, als auch mitnehmen können? Weil wir wollten ja nach Schweden im Winter. Dann, das war uns irgendwie klar, dass wir zumindest, wir machen ja gerne Wintercamping. Und da ist eben genau der Punkt, und das beantwortet auch die Frage, die viele von euch gestellt haben, ob wir den Scotty noch haben. Ja klar, haben wir den Scotty dabei, das ist unser Grill. Unser Grill, genau. Und als Feuerschale im Sommer zu zweit da drum sitzen und ein Feuerchen machen, super. Aber sobald du zu dritt, zu viert, zu fünft oder noch mehr da drum sitzt, ist der Scotty einfach zu klein, für uns zumindest. Und im Winter sowieso schon, weil dann ist es nicht nur für die Gemütlichkeit da, das Lagerfeuer, sondern wenn du draußen sitzen willst, brauchst du nicht nur ein Schaffell im Rücken, sondern du brauchst auch vorne ein Feuer, um dich zu wärmen. Und das sollte dann ein bisschen größer sein als das, was du im Scotty machen kannst. Und zu Hause im Garten sowieso. Und was noch dazu kommt, wenn man im Winter grillen möchte, dann ist das auch einfach blöd, weil es ist unfassbar kalt. Und wenn man dann aber noch eine Feuerschale hat, mit der man parallel zum Grillen ein Feuer machen kann, dann kann man im Warmen grillen. Ja, weil wenn du im, Scotty erst grillst, dann hast du das Essen fertig, dann sitzt du ab und dann musst du erst das Feuer hochjagen.
Ja, da ist Essen kalt. Dann, also, oder du isst, entweder isst du im Kalten oder du isst kaltes Essen. Eins von beiden. Also ein Tod musst du da sterben. Also ist die Lösung da, Feuerschale dabei haben. Weil dann kann man und am grillen. Lagerfeuer essen. Und Scotty und Feuerschale, Hand in Hand. Ich muss nicht frieren. Kommt. Ach, herrlich. Sag mal, da hast du aber ein ganzes Geschwader Garnelen. Ne? Ihr kennt es, wenn man Julia da im Supermarkt lässt und es geht um Garnelen. Und dann eben warmes Essen am warmen Lagerfeuer essen kannst. Und das ist das, was das wir ist wollten. So gemütlich und schön. Und gleichzeitig eben noch eine Feuerschale zu haben, die man zu Hause auch im Garten nutzen kann. Also ihr seht, da liegen jetzt schon 1, 2, 3 und ein halber Schal drauf. Und du legst einfach noch einen drauf und du hast noch genug Platz. Nichts fällt runter und so. Das Schöne ist halt einfach mit den 50 cm Breite, du kannst halt einfach, zack, du hast genug Platz, um auch mal eine Kanne da drauf zu stellen. Und ihr seht, da sind 3, 4, 5 Schalte drin. Und trotzdem ist Platz für die Kanne und es ist eben auch stabil. Das ist halt richtig gut. Und heiß ist es auch natürlich. Das ist halt genau das, und was wir in der Feuerschale mögen. Richtig schön warm. Also wir hatten hier auch echt schon kühlere Temperaturen in Schweden und mit dieser Feuerschale und den Schafsfellen. Also die Kombination war super und wir konnten hier wirklich abends stundenlang am Lagerfeuer sitzen. Das war richtig, ja, richtig cool. Richtig oder ist richtig cool. Und wir lieben das einfach. Und auch, ja, also ihr kennt jetzt die technischen Spezifikationen und so. Da bleibt noch eine Sache über, das ist der Preis. Ja. Also der Preis ist schon, also wir hätten es glaube ich nicht, also let's face it, die Feuerschale kostet 215 Euro mit der LKW-Planhülle dabei. Dieses Schutzschild unten extra kostet nochmal 15 Euro extra, also waren wir bei schlanken 230 Euro. Ich meine gut, ist Edelstahl 1,5 mm jedes Teil, die Bodenplatte 3 mm, ist Handarbeit, ist, das war uns sehr wichtig, genau mit dem Dirk Müller-Paul. Übrigens, Releum heißt die Schale, weil... Müller rückwärts. Also nicht wie wir. Wir haben erstmal im lateinischen Wörterbuch nachgeguckt. Nicht fündig geworden. Ich fand super kreativ. Also cooler Name. Ja, ja, wir hatten halt auch mit dem Dirk telefoniert. Der hat die vor 5 Jahren selber entwickelt, weil er selber auch Oberländer ist, war mit dem T3 Synchro unterwegs und so und auf Treffen. Hat gesagt, Mensch, so eine zerlegbare Feuerschale, die auch eben eine gewisse Höhe hat vom Boden. Ja, und hat die dann einfach selber gemacht. Wird gefertigt in Deutschland. Die Taschennäher, glaube ich, selbst, hat sich dann eben überlegt mit den Dehnungsschlitzen und so weiter und so fort und dieses einfache System des Aufsteckens und so. Und die ist halt echt stabil. Da sind wir richtig begeistert von. Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, diese Feuerschale bleibt in unserer Grundausstattung. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben sie übrigens im Kofferraum. Scotty, Feuerschale, genau. Und dann nach links die Euroboxen. Und apropos Euroboxen, die passt, was sind die kleinen Euroboxen? 60x40, da passt die zusammengelegt. Also einfach rein, ist richtig gut. Es gibt wie gesagt noch einen Grillrost dazu. Das haben wir jetzt nicht, weil wir eben ja den Scotty haben. Aber wir lieben es eben auch, das heißt unsere Eisenpfanne haben wir, müssen gucken, ob wir hier gebraucht. Am Samstag gibt es einen Flohmarkt, da gucken, ob wir so eine Iron Pan kriegen. Schöne Glut unten drunter. Oh ja. Und die Pfanne war ein fantastischer Kauf, weil der Griff doch gar nicht heiß. Mega gut einfach. Sehr gut. So, dann kann man natürlich auch zwischendurch mal probieren, so wie ich. Ja, probieren, so wie du. Mmh, ein Minütchen kann die aber noch. Ja, ich würde es uns aber auch noch mal testen. Oh, die ist voll kross. Ja. Leuchte da mal drauf mit deiner Kopflampe, wie kross die ist. Oh, ist die lecker. Guck mal, sonst sagst du immer, oh, jetzt sag ich das mal. Ja, herrlich. Weil halt auch mal kochen auf dem Feuer noch mehr. Das machen wir bisher nur mit dem Perkulator, Kaffee oder ein Jagertee. Das ist aber auch übrigens so gemütlich, wenn der Perkulator da drin steht, ja. Und man guckt hier auf den See. Also so ein bisschen, wie schrieb einer, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber grüß dich, hat einen super Spruch geschrieben in der Nachricht auf Instagram. Bei uns sitzt auch immer John Wayne mit am Lagerfeuer. Ja. Das ist so, du stellst dich halt, gib doch mal den Perkulator eben rüber. Hast du doch gefragt. Also du hast den einfach, also da ist jetzt nichts drin, aber du stellst ihn halt einfach so hier rein. Und gerade wenn ein bisschen mehr Glut ist, und dann, ist Wilder Westen, ne? Ja, aber so was. Gehen Sie mal raus, sonst können Sie gleich nicht mehr anpacken. Oh, zack. Und Jules hat ja, es gibt ja immer einen Lagerfeuerstock. Den hat Jules selber angeschnitzt. Und jetzt zeige ich doch mal, wie schön. Also Jules stochert die ganze Zeit drin rum. Schön, dass es ein Lagerfeuer ist, wo überall also schön Jules Luft durchkommt. Liebt das und hat da auch richtig Spaß. Ich bin quasi Lagerfeuer-Expertin. Ja. Ja, aber jetzt sind wir natürlich gespannt. Liebt ihr Lagerfeuer auch so sehr wie wir? Habt ihr auch und alles, eine was damit verbunden dabei? Ist. Holzhacken, ja. Und
Ja, alles. Alles. Ja, liebt ihr Lagerfeuer auch so sehr. Und ja, ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ihr am Lagerfeuer besonders liebt. Und erzählt auch gerne mal, ob ihr eine Feuerschale dabei habt, was ihr für eine Feuerschale dabei habt. Vielleicht habt ihr noch einen Song, den man singen kann am Lagerfeuer. Schreibt es wie immer total gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, ich lege jetzt noch mal einen Schalt drauf. Und holst du mal den Jagertee? Ja. Und sie lässt sich auch schnell wieder demontieren. Und wie beim Aufbau schon gesehen, jetzt sind ja hier die beiden Schrauben. Da kommt jetzt erst unten das Gestell drauf. Zap. Dann die Bodenplatte. Zack. Und dann die Seitenteile. Ready to go!